So, hier war durch die Hecke und das mit der Bewässerung höherer Bestand. Genau, ja. Und da haben wir jetzt nicht absichtlich tiefer runterfressen, glaube ich, einfach, dass wir weitergehen. Aber da sieht man das Potenzial von der Mischung, wenn es ein bisschen mehr regnen würde. Ne? Also das ist Wahnsinn. Ja. Genau, und da haben sie ja auch schon ein paar Zentimeter abgenommen. Ne? Genau, ja. Also Tiere fressen immer schichtweise, ne? Die gehen drüber, fressen da. Also das, auch wenn den Pflanzen gut schmeckt, die greifen nicht eine und weiden runter, sondern immer in Schichten. Also sie gehen her, da ein bisschen und erst wenn sie runtergegangen sind, gehen sie wieder und dann kommt wieder die nächste Schicht. Genau. Hier war der jetzt eigentlich zu kurz drauf, beziehungsweise genau. Die Parzelle war zu groß, oder? Genau. Mhm. Ja. Ja, das ist halt dann immer messen von demjenigen, der halt gerade weiter treibt. Ja. Und wie gesagt, nachdem wir da auf einer Ackerfläche sind, ist das überhaupt kein Problem, wenn da ein bisschen mehr zurückbleibt. Ja. Ja. Aber das Wichtige ist, es ist trotzdem so gut wie jede Pflanze verbissen. Mhm. Das heißt, sie wird nicht generativ und fängt sofort wieder an zum Wachsen. Also auch wenn der Bestand so hoch ist und ist zurückgelassen, es ist überall verbissen. Das Knallgras beginnt dann wieder von unten neu zu wachsen und bildet wieder mehr Biomasse. Das heißt, es bleibt dann einfach dann als generativer Bestand stehen, stirbt ab und wir haben weniger Aufwuchs und wir versuchen schon, dass wir den Bestand immer vegetativ halten, weil man dann einfach mehr Biomasse produziert und somit natürlich auch mehr Lebensmittel, aber auch, weil dadurch das Wurzelwachstum angeregt wird. Also durch jeden Verbiss wieder dann unten das Wurzelwachstum. Also das eingestellt, die Wurzeln werden teilweise abgestoßen und die Energie von den Wurzeln wird auch genutzt für den Wiederaufwuchs. Und umso mehr, dass wir eigentlich beweiden, umso mehr Wurzeln werden abgestoßen und umso höher ist dann auch der Humusgehalt. So hat eigentlich das Ganze funktioniert. Das ist der Grund, warum in den Graslandschaften der Humusgehalt so hoch ist. Und wir schauen halt dann im Management auch darauf, dass wir nicht zu oft zurückkommen. Dann würde man nämlich nicht mehr Wurzeln produzieren, mehr Biomasse, sondern dann würde man in der Graswachstumskurve zu früh sein, die Rückzahlzeit unterschreiten und dann würde man den Bestand schwächen. Also das wäre dann auch wieder negativ. Das heißt, man versucht wirklich im Management, die Pflanze so lang aufwachsen zu lassen wie möglich, dass man in Wurzelwachstum investiert, dann beweidet, wann der Bestand noch qualitativ gut ist. Und dann etwas zurückzulassen für den Boden, aber trotzdem alles abzufressen, damit der Wiederaufwuchs auch gut funktioniert und man auch keine Geilstellen hat. Genau. Ich glaube, das sieht man da recht gut. Wenn man jetzt eben weniger Tiere hätte, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Weil dann beißt das eine Tier da ab und das nächste aber nicht. Und dann geht quasi hier ein Tier her, beißt und trampelt vielleicht ein bisschen was nieder und das nächste Tier kommt da gar nicht mehr hin. Wenn ich aber eine größere Besatzdichte habe, dann wird wirklich überall einmal abgefressen. Und auch wenn ich mehr Futter zurücklasse, auch hier bei was stängelreicherem, älterer Luzerne, wird trotzdem überall abbissen. Was ist das? Die Minimum-Tieranzahl 1? Das haben wir ganz früher gemacht. Da hat man die Tiere anbunden. Mit dem Flock? Ja, mit dem Flock, genau. Kreise drehen. Ja, genau. Da gibt es auch sogar Studien darüber, was das für einen Vorteil fürs Pflanzenwachstum hat. Eine uralte Studien dazu. Ich glaube, Tethering oder irgendwie so sagt man im Englischen. Weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall haben wir das in sehr vielen Gebieten gemacht. Ich habe gerade eine Weidepraktiker-Ausbildung, mache ich gerade auch. Und da war einer, der hat mir ein Bild gezeigt, von einer Insel, wo das nur umgesetzt wird. Also bei uns gegangen tut das nicht wegen dem Tierschutz wahrscheinlich, aber die haben eine Kette am Fuß gehabt und haben halt nur das abfressen können, wie lange die Kette war, und dann sind sie weitergekommen. Also eigentlich wie eine kleine Portionsweide mit Einzeltieren. ja, weiß ich nicht. Mindestanzahl, schwierig zu sagen. Umso mehr, umso besser. Aber macht die Tierarten Unterschied?
Ja, also was ich so das Gefühl habe, tut man sich mit Schafen etwas leichter, weil die allgemein mehr zusammenbleiben. Okay. Aber die fressen auch wieder anders, die fressen dann wieder nicht so gleichmäßig runter, weil die können ja bei der Luzerne dann nur die einzelnen Blätter runterknappern. Da muss man da wieder aufpassen im Management. Aber ich glaube, das erste Fressverhalten ist ausschlaggebende, was unterschiedlich ist. Ja. Wie empfiehlt sich die Kombination oder nacheinander? Schafe, Rinder? Ich kenne in Österreich niemanden, der es macht. Ich kann nur auf die Bücher verweisen oder auf Betriebe im Ausland das machen. Da funktioniert es ganz gut und ich kann mir vorstellen, warum. Weil die Tiere einen unterschiedlichen Anspruch haben, von der Futterqualität her. Das ist dann wie wenn man Milchkühe davor hat und dann erst Mutterkühe oder zuerst die Mastochsen, die Mastkalben und dann die Mutterkühe. Also es macht auch schon Sinn, ja, dass leistungshöhere Tiere vorn sind, besser fressen und dann hinten nachkommen, kommt eine Tierart oder Tierkategorie, die das dann quasi nochmal zusammenputzt. Also haben wir eigentlich hohe Einzeltierleistungen bei den Tieren, die vorn sind, aber trotzdem eine hohe Flächenleistung, weil die Tiere mit geringerem Nährstoffbedarf dann auch nochmal alles zusammenputzen und da wirklich der gesamte Bestand genutzt wird. Wie schaut die Kombination mit Hühnern? Da Erfahrung oder schon mal gesehen? Habe ich wo gesehen, ja. Da habe ich einen Vorteil gesehen eigentlich, dass der weniger Probleme mit Parasiten gehabt hat. Und der Kotfladen auch gut verteilt wird durch Scharen von den Hühnern. Natürlich muss man da wieder aufpassen, wenn jetzt wirklich intensiv Hühnerställe versetze, dass da sehr viel Stickstoff hinkommt, dass man da noch nicht drüber kommt. Das sind ja wie in Europa etwas strenger wie in anderen Ländern. Und dass das Graswachstum zwar schneller ist, aber vielleicht auch kurzfristig mehr verdreckt ist. Kann sein, ja, wenn da wirklich tief runtergefressen wurde, dann kommen die Hühner hin und dann hat man da ganz viel Mist, dass dann vielleicht das Gras in den Mist hineinwächst und dann verschmutzt ist. Das muss man sich anschauen. Ja. Aber das, wie ist denn generell da habe ich zu wenig Erfahrung. Im Dauergrünland, gut im Ackergras sicher auch, wie verändern sich denn die Bestände? Werden sie denn diverser oder ist das eher ein Mythos und sie verschieben sich nur irgendwo hin? Sie verändern sich meistens ins Positive und da muss man auch wieder, wie soll ich das sagen, die Bestände verändern sich zum Positiven, wenn das Potenzial da ist. Der Grund, warum beim Upgrazing auch meistens die Bestände dann artenreicher werden, ist, weil man den Pflanzen, die schon vorhanden sind, wieder eine Chance gibt. Die Pflanzen sind in der Prärie vorhanden, in natürlichen Graslandschaften, sind aber meistens bei unseren intensiven Kulturlandschaften gar nicht mehr vorhanden. Wir haben ein viel geringeres Samenpotenzial im Boden. Das heißt, wenn die Gräser, die Pflanzen gar nicht mehr da sind, dann kann ich mein Management ändern, wie ich will, die kommen nicht auf. Das heißt, auf die Flächen, wo das Potenzial da ist, gibt es das. Kein Betrieb, da ist auf einmal Espasette gekommen, weil sie anders beweidet haben und auf einmal irgendwelche Wildkräuter. Das funktioniert, aber das Potenzial muss auch da sein. Also auf da sicher nicht. Wir haben da seit langer Zeit Ackerbau. Auch in manchen Dauergrünlandflächen in Österreich, wo schon immer Kulturfläche war, da ist das Samenpotenzial vielleicht auch nicht mehr gegeben. Das ist auch der Grund, warum man dann Flächen zu intensiv nutzt, dann sterben die Futtergräser ab. Zum Beispiel Knollgras als Klassiker, wenn man zu intensiv nutzt, hält es nicht aus, sondern nur das Reigras zum Beispiel. Und die Lücken werden aber dann nicht von irgendwelchen Pflanzen gefüllt, sondern eigentlich von Unkräutern. Ja. Und wenn man extensiviert, kommen dann oft Giftpflanzen, aber eigentlich gar nicht extensive Futterpflanzen. Das heißt, man muss auch schauen, wo das Potenzial im Boden da ist. Also nur wenn man Management ändere, heißt das nicht, dass der Pflanzenbestand sich positiv mitverändert. Da muss man halt vielleicht auch in Europa oder in gewissen Gegenden auch mithelfen mit geeignetem Saatgut. Dass man dann irgendwie Wildblumen und sonstige Kräutersamen da erstmal wieder hinbringt. Genau. Ja. Ja, oder Heu von extensiven Flächen dort verfüttert, Samen antrampeln lässt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Irrglaube bei uns zu sagen, nur wenn man Management ändere, habe ich jetzt in 3-4 Jahren automatisch einen anderen Pflanzenbestand. Da muss eben
die Möglichkeit vom Boden her, vom Bestand schon gegeben sein. Mhm. Ja. Und wie schaut es aus aus Australien, USA, aber auch aus anderen eher Niedrigertragsländern kommen diese unglaublichen Zahlen von Besatzdichte vor zigfachen. Ist es in Mitteleuropa, wo wir auf extrem hohen Erträgen auch im Grünland sind, überhaupt gegeben? Oder ist es einfach, wenn ich ein Tier auf 10 Hektar halte und da dann zwei, dann jo, geil, aber... Ich sage mal so, unser Klima ist zum Glück in Europa oder jetzt bei uns im deutschsprachigen Raum noch besser und verzeiht somit mehr Managementfehler. Das heißt, bei uns braucht man nicht relativ viel machen, man hat trotzdem gute Erträge, weil die Böden tiefgründiger sind, fruchtbarer, weil wir mehr Niederschläge haben. Machst du diesen Fehler, wie du sagst, in den Ländern, die sehr trocken sind, dann hat man einfach auch mehr Probleme und die Pflanzen sterben ab durch Überweidung und dann breitet sich die Wüste aus. Ja. Das Schlimmste, was bei uns passieren kann, ist, dass ein Wald sich wieder etabliert, was ja nichts Schlechtes ist. Also vom ökologischen Sinn her, da ist kein Ökosystem zerstört und es ist nichts Produktives mehr auf der Fläche, sondern man hat halt dann einen Wald. Mache ich dasselbe in Australien, in Teilen von der USA oder in Afrika, dann habe ich eine Wüste oder eine Steppe. Und die wieder zu rekultivieren, ist ziemlich schwer. Das heißt, von dem her haben die auch ganz anderen Anreiz, jetzt besser zu managen, weil sie einfach über Jahrzehnte lang so übertrieben haben, die Flächen degradiert sind und jetzt müssen sie radikal ändern, damit die Flächen wieder fruchtbar werden. Ich sehe aber trotzdem bei uns ein Potenzial dahingehend, dass wir besser managen oder hohe Besatzdichten einsetzen, weil wir einfach höhere Erträge haben, aber die dann auch ernten können. Also derzeit ist es so, Präzision ist überall gegeben, Technik ist vor allem im deutschsprachigen Raum sehr wichtig, da kennen wir sie aus und wir ernten sehr, sehr effizient, wir haben sehr, sehr tolle Grünlandmaschinen, aber auf der Weidehaltung sieht man das manchmal eher nicht so wichtig, dass wir den Bestand gut ernten. Und wenn nicht gleichmäßig gefressen worden ist, dann mulchen wir halt. Das kann man aber mit Tieren auch erreichen. Also man kann mit einer hohen Besatzdichte so effizient ernten wie mit einem Mähwerk. Das ist bei uns noch eher unvorstellbar, aber es ist möglich. Und da sehe ich eigentlich Möglichkeiten, wie wir sehr effizient werden, aber trotzdem, sage ich mal, Kosten sparen bei den Maschinen und langfristig gesehen auch nachhaltiger wirtschaften. Ja, und darum würde ich auch sagen, dass bei uns im Dauergrünland so ein Management auch Sinn machen kann. Muss nicht, aber in gewissen Gegenden sicher von Vorteil sein kann. Und die Geschichte von, wir verdoppeln mal die Besatzdichte, also nicht die Besatzdichte, sondern die Menge Tiere, die ich von der Fläche ernähren kann, verdoppeln, vervierfachen, ist eher unrealistisch, ein bisschen höher, aber nicht, oder? Es kommt immer darauf an, wie vorher gemanagt worden ist. Und deswegen ist es ziemlich schwierig, so Praxisberichte oder Studien miteinander zu vergleichen. Ich habe selbst auf mehreren Betrieben mitgeholfen, gearbeitet und Praktika gemacht, die die Tierzahl vervierfacht haben. In Europa? Nein, in Kanada und Südamerika. Einfach aufgrund dessen, dass der Betriebsleiter vorher einfach katastrophal gewirtschaftet hat. Und dann ist aber das Management nicht um ein, zwei Stufen gestiegen, sondern halt von Null-Management zu 100%. Und da hat man das dann damit erreicht. Ja, natürlich, wenn der Betriebsleiter vorher schon sehr gut wirtschaftet oder wir in einem Gebiet sind wie Mitteleuropa, wo wir tendenziell schon mal gute Erträge haben, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass ich jetzt meine Tieranzahl vervierfache. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen utopisch, das ist ein Irrglaube. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht auf diese Zahlen fixieren und sagen, ich ändere jetzt mein Management und ich habe viermal so viele Tiere, sondern wenn ich nur 50% mehr habe, kann mir das schon vom finanziellen Ruin retten. Und wenn ich dann noch Kosten spare und dann noch effizienter wirtschafte und nachhaltiger bin und somit da was für meine Enkel tue, ich glaube, dann haben wir schon gewonnen. Und dahin soll es eigentlich gehen. Mir geht es nicht darum, irgendwie falsche Hoffnungen zu machen. Ich finde es auch unseriös zu behaupten, ich stelle auf das Management um und ich habe dann doppelt so viel Ertrag. Gibt's. Also ich
bin mir sicher, einige Betriebe, die ich in den letzten Wochen besucht habe, dass wir dort die Erträge verdoppeln können, nur durch eine Einsaat oder durch ein besseres Management. Dann können wir vielleicht nur mehr 50% abholen, wenn wir wirklich perfekt managen dort und auch besser unterteilen. Aber die Flächen sind halt durch falsches Management, durch intensive Beweidung, durch Engerlinge etc. geschädigt worden. Ja, da ist das möglich. Wenn ich vorher schon perfekt wirtschafte, sind solche Zahlen nicht möglich. Ja, aber man kann trotzdem nur immer besser werden und auch Kosten sparen.